Johann Schmiedberger am Herzstück seiner Schmiede, dem offenen Schmiedefeuer. Hier werden die neuen Brustpanzer für die Schweizer Garde geformt. Am speziellen Rot des glühenden Metalls erkennt der Schmied die perfekte Temperatur für den Herstellungsprozess. Bei 1200 Grad erreicht das 3 mm dicke Stahlblech die perfekte Verarbeitungstemperatur. Reines Stahlblech ist das Ausgangsmaterial der Rüstung. Bevor das Material über dem Feuer auf Temperatur gebracht wird, wurde es allerdings bereits kalt vorgeformt. Schmiedberger nimmt das rotglühende Blech aus dem Feuer. Mit einem flachen Hammer wird der Harnisch in Form geschlagen. Und der Harnisch wird nicht getrieben, sondern der wird geschlagen. Das heißt, der wird von außen bearbeitet. Wenn man von innen treiben würde, dann würde also der Bauch ganz dünn werden und der hätte im Grunde genommen keine Funktion. Der Kamm, eine Verstärkung in der Mitte des Brustpanzers, sollte im Mittelalter zum Beispiel Musketenkugeln abhalten. Heute nur mehr reine Zierde, aber wichtiger Teil der Replik. Nur durch die aufwendige Technik des Schlagens von außen erreicht Schmiedberger die Qualität der 500 Jahre alten Vorlage. Das heißt, die Materialstärke vom Bauch bleibt und am Rand herunten wird es praktisch immer dicker. Ne? Das ist natürlich sehr schwierig, man muss immer aufpassen, damit man keine Falten hineinbekommt. Also wenn man 3-4 Mal draufschlägt, stellt sich sofort eine Falte auf und dann muss man es sofort wieder ins Feuer geben und so wieder gerade bügeln sozusagen. Ne? Bis zur perfekten Form des Brustharnisches muss Johann Schmiedberger zig Male zwischen Feuer und Amboss hin und her wechseln. Tausende Hammerschläge und Stunden schweißtreibende Arbeit braucht es, bis die Plastizität des Originals erreicht ist. Und das ist die Vorlage für die Rüstung. Ein Brustpanzer der Schweizer Garde aus dem 16. Jahrhundert. Dem Schmied vom Vatikan zur Verfügung gestellt. Ausbesserungen und Beschädigungen weisen auf die intensive Nutzung der Paraderüstung hin. Hauptgrund für den Großauftrag des Vatikans nach Oberösterreich ist aber weniger die Abnutzung des guten Stücks, sondern schlichtweg die Tatsache, dass die Schweizer Gardisten vor 500 Jahren im Durchschnitt 30 cm kleiner waren als ihre heutigen Kollegen. Die alten Brustpanzer passen einfach nicht mehr. Die Lösung? Johann Schmiedberger fertigt die neuen Rüstungen in 5 aktuellen Konfektionsgrößen. Nur die Offiziere auf Lebenszeit erhalten eine Maßanfertigung. Hat der Brustpanzer seine Grundform, geht es an die Schleifarbeit. Johann Schmiedbergers Sohn Johann ist der Spezialist für diesen wichtigen Arbeitsschritt, an dessen Ende ein metallisch glänzender Brustpanzerrohling steht. Also nach dem Schlagen und Schlichten der Brust kommt eben die Schleifarbeit. Das heißt, es wird zuerst grob mit der Bandschleife der Zunder weggeschliffen und dann wird der ganze Brustpanzer händisch mit einer Schrubbfeile gefeilt, damit man keine Unebenheiten mehr drinnen hat. Weil wenn man das Ganze nachher aufpoliert und man hat Unebenheiten drin, sieht man das natürlich bei einem gewissen Lichteinfall. Also man kann sicher einen Tag rechnen fürs Schlagen und sicher noch mal einen Tag für die ganze Feilarbeit. Also circa 2 Tage einmal, bis er sozusagen blank da liegt. Dabei ist der vordere Brustpanzer nur Teil der gesamten Rüstung. Schmiedbergers zweiter Sohn Georg fertigt die metallenen Schulterelemente. Das Stahlblech für diese Seitenteile ist nur 1,5 mm stark, muss aber ebenso aufwendig geschmiedet und veredelt werden. Um dem Tragekomfort Genüge zu tun, werden die einzelnen Teile des Schulterpanzers mit Lederstreifen beweglich miteinander verbunden. 27 Nieten müssen dafür pro Schulter durch das Stahlblech getrieben werden. Was jetzt noch fehlt, ist Zierde und Dekoration. Mitunter wichtigste Bestandteile der Paradeuniform der Schweizer Gardisten.
So ziert die Halspartie des Brustpanzers eine geriffelte Borte. Händisch wird sie mit einer Feile ins Stahlblech eingekerbt. Andere Metallapplikationen im Schulterbereich werden mit Nieten aufgesetzt. Lederbänder verbinden schließlich die Seitenteile mit der Frontplatte. Der besondere Stolz Johann Schmiedbergers, die prunkvollen Offiziersharnische. Sie werden noch viel aufwendiger geschmückt. Eine historisch überlieferte Ornamentik wird zuerst per Hand auf die Brustpanzer aufgezeichnet und dann geätzt. Das Ganze ist dann fährvergoldet, also mit der echten Fährvergoldung, mit Wappen vom Papst Benedikt im Helm und bei den Armen. Das Ganze ist aber dann gebläut, das heißt mit 400 Grad erhitzt, damit diese Farbe herauskommt, diese Neonlassfarbe. Also da ist sonst nichts drauf. Für die Goldauflage ist übrigens Schmiedbergers Tochter verantwortlich. Sie ist, wie könnte es anders sein, die Goldschmiedin in Schmiedbergers Familienunternehmen. Maximal 10 Harnische fertigen die Schmiedbergers pro Jahr. Wann immer 5 fertig sind, bringen Johanns Söhne die kostbare Fracht höchstpersönlich nach Rom. Der Grund? Bevor was passiert mit dem Verschicken oder dann fahren wir selber weg. Spätestens 2018 soll der Großauftrag abgeschlossen sein. Dann glänzen 80 neue Metallharnische an den Brüsten Schweizer Gardisten. Made in Austria.